und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute möchte ich dir in diesem Video mal meinen kompletten Arbeitsworkflow zeigen, wenn ich auf Reisen bin. Du siehst vielleicht im Hintergrund, ich bin gerade in Dubai und wir sind hier auf einem Hochhaus, dem Shangri-La Hotel, und dürfen hier mit freundlicher Unterstützung auf der Dachterrasse sein und den Sonnenaufgang fotografieren, denn wir haben hier einen der besten Ausblicke aus ganz Dubai. Im ersten Schritt geht es natürlich darum, Fotos und Videos aufzunehmen, und dafür habe ich jetzt hier meine Kamera mit dabei. Die habe ich auf ein kleines Mini-Stativ gestellt, denn wir haben hier oben relativ wenig Platz, und zusätzlich dazu habe ich noch einen Polfilter drauf, damit der Himmel noch ein bisschen klarer wird und wir einfach bessere Farben bekommen. Außerdem, ganz wichtig, ich fotografiere hier gerade mit einem Tilt-Shift-Objektiv. Dieses Tilt-Shift hilft mir dabei, dass meine vertikalen Linien komplett gerade bleiben und ich trotzdem dabei den Bildausschnitt verändern kann. Lass uns einfach mal eine Runde fotografieren und ein paar Videos aufnehmen und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Du siehst ja jetzt gerade, dass ich hier eigentlich ein Querformatbild aufnehme, aber durch das Tilt-Shift-Objektiv kann ich meinen Bildausschnitt verändern. Wenn ich jetzt an diesem Drehknopf hier drehe, dann kann ich meinen Bildausschnitt nach oben oder nach unten verändern. Und wenn ich jetzt mehrere Fotos damit mache, dann kann ich die am Ende dann in Lightroom oder in Photoshop zusammenfügen. Und am Ende habe ich daraus ein Hochformatbild gemacht mit entsprechend größerer Auflösung. Ich habe mich jetzt hier in das Hotelzimmer gesetzt, weil ich die Bilder natürlich noch nachbearbeiten möchte. Und ich habe die ja vorhin auf der Rooftop-Terrasse gezeigt, dass ich quasi ein Panorama vertikal geschossen habe. Das heißt, ich habe mehrere Bilder gemacht, die übereinander liegen. Jetzt habe ich ein Tilt-Shift-Objektiv dafür benutzt, das hat natürlich nicht jeder. Deswegen habe ich auch nochmal andere Panoramen geschossen mit einem normalen Weitwinkelobjektiv. Ich zeige dir jetzt also beide Varianten. Mit einem Tilt-Shift-Objektiv ist es besonders einfach, diese Bilder am Ende zusammenzubekommen. Aber auch mit einem normalen Weitwinkelobjektiv kannst du super schöne vertikale Panoramen machen. Ganz kurz zum Anfang, du siehst, ich bin eigentlich normalerweise Apple-User. Ich habe von Asus hier das neue ZenBook zur Verfügung gestellt bekommen, um es mal zu testen. Dieses ZenBook ist besonders cool, weil es ein Feature hat, was ich sonst bisher eigentlich noch nirgendwo gesehen habe bei einem Laptop, nämlich ein zweites Display. Und dieses Display befindet sich direkt über der Tastatur. Das ist eine Bildschirmerweiterung. Bedeutet, wenn ich jetzt mit der Maus hier einmal runterfahre, dann kann ich hier unter der Taskleiste quasi den Bildschirm erweitern und da auch weitere Sachen ablegen. Noch toller ist, dass das Ganze Touchscreen ist, bedeutet, mit diesem Stift hier kann ich das Ganze dann steuern. Geht theoretisch auch mit den Händen, mit den Fingern, aber da muss ich sagen, das ist dann doch ein bisschen zu dick, der Finger, und dann wird das Ganze schnell unpräzise. Deswegen habe ich mir das Ganze jetzt hier mit dem Stift aufgebaut. Und gerade wenn ich in Photoshop unterwegs bin, kann ich zum Beispiel dort meine ganzen Arbeitspaletten ablegen, wie zum Beispiel die Ebenenpalette oder die Korrekturenpalette. Und so schaffe ich mir auf meinem Hauptdisplay einfach viel mehr Platz für mein eigentliches Bild, kann es größer darstellen und damit auch einfach viel präziser arbeiten. Ich bin jetzt kein Technikexperte, ich mache keine Technikreviews. Ich möchte dir einfach nur mal ganz kurz meinen persönlichen Eindruck von diesem Laptop schildern. Es ist relativ kompakt. Von Gewicht her ist es okay. Ich habe schon leichtere Laptops gesehen, aber auch schon bedeutend schwere. Von daher ist es eigentlich sehr, sehr schön zum Verreisen. Das Einzige, woran man sich sehr gewöhnen muss, ist tatsächlich, dass man überhaupt keine Ablagefläche mehr für die Hände hat. Bedeutet, die Tastatur ist hier direkt unten dran und auch das Touchpad ist hier ganz rechts angeordnet. Das kommt einfach daher, dass natürlich darüber dieses zweite Display vorhanden ist und dementsprechend kein weiterer Platz dann da ist. Daran muss man sich so ein bisschen gewöhnen. Ansonsten die Akkulaufzeit ist sehr, sehr gut. Wir haben jetzt hier also schon mehrere Stunden mit dem Laptop gearbeitet, hatten auch Photoshop offen, haben teilweise ein bisschen Videobearbeitung gemacht. Also das funktioniert alles sehr, sehr gut. Verbaut ist hier ein Intel Core i7 Prozessor der 10. Generation, also auf jeden Fall alles auf dem neuesten Stand, und 16 GB Arbeitsspeicher. Wie gesagt, ich bin kein Technikexperte. Die genauen Daten kann man sich dann auch nochmal rausziehen, aber ich finde, so vom generellen Feeling ist dieses ZenBook sehr, sehr gut. Jetzt werden wir mal hier drauf ein bisschen arbeiten und ich möchte als erstes mal hier meine Panoramen öffnen, beziehungsweise die Bilder, die ich jetzt zu einem Panorama zusammenfüge. Wir sind jetzt in Photoshop drin und ich gehe hier oben auf Datei, Automatisieren und dann Fotomerge. Hier habe ich jetzt einen Dialog, wo ich meine Bilder, die ich bearbeiten möchte, zu einem Panorama zusammenfügen möchte, dann im Datei-Explorer suchen kann. Dafür gehe ich jetzt einmal auf Durchsuchen und dann bin ich hier direkt in dem Ordner drin, wo ich meine Fotos abgelegt habe, und im ersten Schritt werde ich jetzt hier mal
die normalen Fotos, also die mit einem normalen Weitwinkelobjektiv aufgenommen worden sind, dann öffnen. Da sage ich jetzt einfach mal okay. Die werden jetzt hier in diese Liste mit aufgenommen. Das sind insgesamt 6 Fotos. Das Ganze lasse ich hier auf automatisch und sage einfach okay. Und jetzt wird Photoshop einen kurzen Moment brauchen, um das Ganze zusammenzufügen. Aber im Endeffekt übernimmt Photoshop eigentlich die komplette Arbeit für uns. Das ist wie bei einem normalen Panorama auch, nur dass wir jetzt halt die Bilder übereinander haben. Aber das erkennt Photoshop automatisch und dementsprechend ist das Ganze eigentlich relativ einfach. So, Photoshop ist jetzt fertig und du siehst, dass in der Ebenenpalette jetzt alle Ebenen eine Ebenenmaske bekommen haben. Und diese Ebenenmaske wurde von Photoshop automatisch erstellt, so dass das Bild perfekt zusammengeblendet wurde. Man sieht jetzt auch, dass das Bild insgesamt sehr verzerrt wurde, damit das Ganze einigermaßen zusammenpasst. Das ist kein Problem, das können wir jetzt gleich noch ein bisschen beheben, das Ganze. Aber grundsätzlich ist das jetzt erstmal unser Startpunkt. Und ich möchte jetzt als erstes mal alle Ebenen auf eine neue Ebene zusammenbringen. Das mache ich mit STRG E bzw. auf dem Mac mit Command und E. Und dann siehst du in der Ebenenpalette, dass wir nur noch eine Ebene haben. So, und im nächsten Schritt könnte ich jetzt noch ein wenig das Ganze perspektivisch bearbeiten. Dafür gehe ich jetzt hier einmal rein auf Bearbeiten und dann Transformieren, Verzerren. Und dann sieht man ja, dass zum Beispiel diese Gebäude hier rechts und links jeweils ein bisschen nach außen kippen. Dafür werde ich jetzt hier mal die Shift-Taste drücken und dann den linken oberen Anfasser hier einmal nehmen und dann den hier so ein bisschen nach innen ziehen. Und dann siehst du auch schon, wie jetzt auf einmal das Gebäude ein Stück weit gerader wird. Genau das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. Man kann sich dafür jetzt auch theoretisch noch Hilfslinien rausziehen. Das können wir auch nochmal machen an dieser Stelle. Dafür werde ich das Ganze jetzt einmal kurz zwischendurch bestätigen und dann einmal auf Ansicht gehen, neue Hilfslinie. Und dann kann ich hier zum Beispiel eine vertikale Hilfslinie mir bei 1000 Pixel mal einstellen. Die kann ich dann auch entsprechend noch weiter verschieben. Also einfach hier mal das Auswahlwerkzeug nehmen und dann ziehen wir uns die Hilfslinien hier mal entsprechend so rein, dass wir dann auch hier wirklich beurteilen können, wie das Ganze wirklich gerade aussieht. Eine weitere Hilfslinie packe ich mir noch rein, neue Hilfslinie, die packe ich jetzt diesmal auf, sagen wir mal 5000 Pixel. Und dann schiebe ich die jetzt auch noch ein Stück weiter, dass wir das andere Hochhaus hier auch nochmal beurteilen können. Sieht eigentlich schon ganz gut aus soweit. Grundsätzlich, so eine kleine Veränderung würde ich noch machen, aber ich denke mal, das braucht nicht mehr viel. Ich gehe nochmal auf Bearbeiten, nochmal auf Transformieren, Verzerren. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier unten vielleicht das Ganze so ein bisschen noch heranziehen. So, das sieht gut aus. Hier oben nochmal auf der rechten Seite so einen kleinen Tick. Der Burj Khalifa sieht eigentlich auch okay aus zumindest. Wenn man so ein Bild rechts und links so sehr verzerrt und das so ein bisschen reinschiebt oder auseinanderzieht, damit die Linien gerade werden, dann verändert sich auch das Verhältnis in der Höhe. Und das bedeutet, das müssten wir jetzt auch nochmal so ein bisschen korrigieren, so dass das Ganze nicht zu sehr verzerrt aussieht. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal in die Transformationssteuerung und werde jetzt hier mit gedrückter Shift-Taste das Bild einfach nochmal so ein bisschen weiter zusammenziehen. Das sieht gut aus, dann klicke ich einmal auf Bestätigen. Und jetzt haben wir natürlich noch sehr, sehr viel Rand, den wir nicht brauchen. Deswegen würde ich jetzt im letzten Schritt das Bild natürlich noch zuschneiden. Dafür wähle ich jetzt hier einfach mal mein Zuschneidewerkzeug und dann werden wir das hier so machen, dass wir das ganze Bild entsprechend auf ein 4:5 Format zum Beispiel packen. Kann man hier oben einstellen, steht schon drin, 4:5, damit wir das Ganze dann bei Instagram posten können. Und dann ziehe ich das einfach alles hier so weit rein, dass wir hier am Ende keine Ränder mehr haben. Perfekt. Jetzt seht ihr hier auch, den Burj Khalifa haben wir jetzt hier schön auf der 1/3-Linie auf der linken Seite. Wenn ich zufrieden bin, bestätige ich das Ganze einmal mit OK. Und das ist unser fertiges Bild. Das können wir jetzt natürlich noch weiter bearbeiten. Wir können jetzt hier noch mehr Kontrast reinbringen und so weiter. Aber im Endeffekt, so haben wir ein vertikales Panorama erstellt und das Ganze natürlich auch noch so ein bisschen korrigiert, damit wir dann am Ende gerade vertikale Linien haben. Es ist noch nicht perfekt. Man kann sich da natürlich noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber das war jetzt erstmal so das Grundsätzliche. So, dann schauen wir uns mal noch die Bilder an, die ich mit dem Tilt-Shift-Objektiv gemacht habe. Das geht tatsächlich sogar noch ein bisschen einfacher. Dafür gehe ich auch wieder auf Datei, Skripten und dann Dateien in Stapel laden. Ich möchte jetzt an dieser Stelle erstmal nur die Fotos, die ich gemacht habe, als Ebenen übereinander legen. Dafür habe ich genau jetzt diesen Befehl hier.
Da gehe ich wieder auf Durchsuchen und nehme jetzt hier meine ersten drei Bilder. Das sind nämlich die Fotos, die ich mit dem Tilt-Shift-Objektiv gemacht habe und sage dann einfach nur OK. Diese drei Bilder werden jetzt also in ein Dokument in drei Ebenen geladen und alles, was wir jetzt nur noch tun müssen, ist quasi das Ganze auszurichten und vielleicht ein kleines bisschen zu maskieren, aber das wirst du gleich genau sehen. So, die drei Ebenen sind geladen und du siehst jetzt hier wieder in der Ebenenpalette auf dem zweiten Bildschirm, wie das Ganze angeordnet ist, also von oben nach unten, von der Reihenfolge her passt es auch schon ganz gut. Ich muss jetzt nur alle drei Ebenen einmal anwählen, das mache ich mit gedrückter Shift-Taste und jetzt nehme ich meinen Stift hier mit dazu und wähle jetzt hier auch die unterste Ebene mit an. Jetzt sind alle drei Ebenen markiert und was ich jetzt nur noch tun muss, ist hier einmal oben in dem Menü auf Bearbeiten und dann Ebenen automatisch ausrichten. Das funktioniert hier in dem Fall sehr, sehr gut, wirst du gleich sehen. Ich drücke hier einmal nur auf Auto. Okay, und die Ebenen werden entsprechend automatisch ausgerichtet und das ist eigentlich schon alles, was wir machen müssen. Es ist schon fertig. Ich zoome jetzt hier mal ein bisschen weiter aus dem Bild raus, damit du sehen kannst, das ist das fertige Ergebnis. Im Endeffekt müssen wir jetzt nur noch eine kleine Ebenenmaske machen, weil du siehst jetzt hier vielleicht, wenn ich jetzt hier mal die oberste Ebene ausblende, dass man so leichte Kanten hier noch drin hat und einfach damit wir dort noch einen besseren und weicheren Übergang hinbekommen, den man dann tatsächlich nicht mehr sieht, würde ich jetzt hier noch eine kleine Maske mit reinbauen. Also, ich werde jetzt hier mal die erste Ebene anwählen und jetzt hier eine Ebenenmaske erstellen. Dazu klicke ich hier einfach einmal auf das Ebenenmaskensymbol. Zack, jetzt haben wir hier eine weiße Ebenenmaske und alles, was wir jetzt nur noch tun müssen, ist mit dem Verlaufswerkzeug zu arbeiten. Und da stelle ich jetzt hier mal den Verlauf von weiß nach schwarz ein. Also weiße Vordergrundfarbe, schwarze Hintergrundfarbe. Und mit gedrückter Shift-Taste kann ich das Ganze jetzt auch noch komplett gerade machen. Den ziehe ich jetzt einmal hier so rein, zack. Und jetzt haben wir hier eine weiche Verlaufskante drin. Und genau das Gleiche mache ich jetzt im Endeffekt auch nur noch mal weiter hier unten. Hier sieht man die Kante noch ein bisschen doller. Und deswegen weiß ich auch ganz genau, wo ich da arbeiten muss. Deswegen wieder hier reintippen. Zweite Ebene, also die mittlere Ebene, die bekommt auch wieder eine Ebenenmaske. Auch wieder eine weiße Ebenenmaske am Anfang. Verlaufswerkzeug nehmen. Und einmal von weiß nach schwarz mit gedrückter Shift-Taste. Und das Ganze ist fertig. Jetzt, wenn ich jetzt nochmal rauszoome, dann wirst du sehen, haben wir hier ein schönes vertikales Panorama erstellt. Und das Ganze ist auch schon von den vertikalen Linien natürlich komplett gerade, weil wir mit einem Tilt-Shift-Objektiv fotografiert haben. Also hier muss man im Endeffekt nicht mal mehr eine Perspektivkorrektur machen, was ich sehr, sehr angenehm finde. Und im Endeffekt können wir jetzt das Bild natürlich auch hier wieder für Instagram so ein bisschen zuschneiden. 4:5 Format ist hier oben wieder angewählt. Zoomen wir hier noch vielleicht ein bisschen rein, dass wir auch hier wieder den Burj Khalifa auf der 1/3 Linie haben. Die Kreuzung schön im Vordergrund und vielleicht nehme ich hier unten diese Kante noch raus. Wir waren auf einem Hoteldach und dementsprechend sieht man das hier noch so ein ganz kleines bisschen. Die kroppe ich hier also noch raus und wenn ich dann fertig bin, klicke ich hier aber auf Bestätigen. Fertig ist unser zweites vertikales Panorama. Ich muss sagen, geht sehr, sehr fix, macht mir persönlich sehr viel Spaß und man kriegt nochmal eine ganz andere Perspektive, einen ganz anderen Blickwinkel. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Asus bedanken, dass die mir dieses ZenBook zur Verfügung gestellt haben hier für die Reise. Wirklich ein sehr, sehr schönes Laptop und wenn ihr da mal Interesse dran habt, dann schaut auf jeden Fall mal bei Asus vorbei. Informiert euch noch ein bisschen weiter über dieses Laptop. Ich kann nur sagen, es macht richtig Spaß damit zu arbeiten, weil es mal was ganz anderes ist, hier mit einem zweiten Display zu arbeiten, der wie gesagt auch noch touchfähig ist. Dadurch ist die Photoshop-Arbeit einfach wesentlich angenehmer. Und natürlich geht das nicht nur in Photoshop, sondern auch in anderen Programmen, wie zum Beispiel Premiere. Dort haben wir zum Beispiel unsere Timeline jetzt immer hier unten und können damit auch wieder das Video uns größer darstellen lassen in dem Hauptdisplay, können damit einfach auch besser arbeiten. Und mein Kameramann ist damit also auch sehr, sehr zufrieden und hat sehr, sehr schöne Ergebnisse damit erzielt. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt mir auf Instagram folgen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Vielleicht ja bald mit so einem neuen Asus-Gerät. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.